ist zusammen mit einem neuen Video. Endlich! Ich komme so wenig zu meinen Videos und ich habe so viele Ideen, aber irgendwie es läuft so unglaublich viel. Jetzt erst recht vor Weihnachten. Wobei, das würde ich auch bei jedem Video sagen, aber ich bin froh, bin jetzt endlich da. Wir kommen sofort zu dem, was eigentlich darum geht. Aber vorher noch kurz, ich hatte Merit. Gestern war ich zu Thun im Sonntagsverkauf im Ahrenzentrum und es war mega, mega schön. Ich hatte so Freude, es sind so viele liebe Leute gekommen. Und es ist einfach immer wieder schön, so viel Bestätigung zu bekommen für seine Sachen. Es ist auch viel gekauft worden, es sind auch viele Komplimente gekommen und ich hatte einfach eine scheiß Freude gehabt. Also auch noch hier ein riesen, riesen, riesen Merci an alle, die sie kommen. Ich muss das gleich mal schnell erzählen, bevor wir starten. Ich habe so einen Flyer gemacht, wo ich auch drauf geschrieben, an welchem Datum, um welche Uhrzeit und wo, dass mich die Leute finden. Also die eine Kollegin hat es echt hergebracht, statt am Sonntag schon am Samstag dort zu stehen und hat es noch gesucht. Schon das hat mir mega leid da, aber der beste Kunde noch. Eine andere ganz tolle Frau, die ich kenne, Leute, die ist tatsächlich eine Woche zu früh der gestanden, vor verschlossener Tür, ist extra angereist, um an meinen Merit-Stand zu kommen. Und es war einfach alles zu tun, weil natürlich kein Sonntagsverkauf war. Und es hat mir so leid getan. Und gleichzeitig habe ich es so herzig gefunden, dass sie extra für mich wäre gekommen. Ja, irgendwie war es ein kleiner Wurmding. Aber so oder so, beide haben es zum Glück gestern auch noch geschafft, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Am richtigen Stand. Und sie doch noch zu ihren Kärtchen gekommen. Ja, auf jeden Fall mega toll gsi. Und ich hatte jetzt natürlich ganz viel zu tun für den Merit, weil ich auch viel noch gearbeitet habe, auch viele Kärtchen noch gemacht, auch viele Sachen noch produziert. Ja, weil ich auch das Gefühl hatte, immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Obwohl ich ja mehr als genug eigentlich hatte. Ja, auf jeden Fall, es ist viel weg, ich habe wieder Platz für Neues, was mega toll ist, damit ich mit euch wieder ganz viele neue Projekte machen kann. Gut, das zum Merit von gestern. Jetzt muss ich einen Schluck Kaffee nehmen und dann legen wir los. Also, und zwar, ihr wisst, ich bin euch schon länger ein Video schuldig, wo ich überall geschrieben habe, ich mache das. Ich hatte dann wirklich auch im Sinn gehabt, das eigentlich zwei Zeit nachts zu machen. Ist leider nichts geworden, weil wieder andere Aufträge dazwischen kommen. Aber jetzt, es geht um einen Stained Glass Look. Ihr mögt mich sicher erinnern, dass ich vor kurzem die herzigen Hirschli hier gepostet habe. Ich habe noch drei gefunden, ich glaube alle anderen sind weg. Ich nehme da mal eins raus. Genau. Konkret geht es um die da. Die habe ich mal gepostet und die sind so gut angekommen. Überall, wirklich. Egal, ob in den Facebook-Gruppen oder einfach auf meinem Insta-Profil, überall. Und ganz viele wollen wissen, wie ich die gemacht habe. Wie der Stained Glass Look geht. Und dann meine ich, ich zeige euch das mega gerne mal, wie das funktioniert. Es ist nämlich ganz einfach, es ist einfach ein bisschen aufwendig. Also, ja, ihr werdet es nachher sehen. Die sind unglaublich süß, die sind auch wirklich stabil. Ihr seht, sie haben hier Kärtchen gemacht, aber wirklich auch geschrieben, dass Anhänger sind zum Abnehmen. Also, die hier einfach so mit Draht angemacht. Die kann man wirklich abnehmen, irgendwo aufhängen, an den Tannenbaum tun, an ein Päckchen hängen. Egal wo. Und ja, ich würde sagen, wir starten doch direkt. Also, bevor ich euch genau erkläre, wie das Ganze funktioniert, werde ich euch noch schnell zeigen, was ihr sicher alles dafür braucht, dass ihr auch schauen könnt, bevor ihr loslegt, ob ihr das überhaupt habt oder braucht dazu. Also, brauche ich ein bisschen Platz. Das Wichtigste, was ihr braucht und was sicher alle von euch daheim haben, ist weißes Papier. Ganz viel weißes Papier, weil die Anhänger, wie ich schon gesagt habe, sind relativ stabil, sprich, die sind ja aus diversen Schichten gemacht. Das heisst, wir brauchen ganz viel weißes Papier als Basis. Was wir zusätzlich brauchen, ist Papier für das oberste drauf. Ob ihr da irgendwelches Glitzerpapier nehmt, wie hier zum Beispiel habe ich holographisches Papier oder wie bei Lichterkörte schwarz oder irgendein farbiges Papier, egal was. Das könnt ihr euch aussuchen, was ihr braucht. Nein, was ihr braucht, sind natürlich die Stanzen dazu. In diesem Fall hier die Hirschstanzen. Äh,
am gäbigsten geht, weder, wie in diesem Fall hier, eine solide Stanze hat, die wirklich einfach, die ganze Basisform ausstanzt, plus weder, wie der hier die Outlines hat. Das ist wie das gäbigste und das spart mich eigentlich sehr viel Arbeit und alles passt perfekt zusammen. Ich zeige euch dann aber noch eine Variante, wie ihr es auch mit anderen Stanzen herbekommt, wo ihr nur die Outlines habt. Also da habt ihr schon auch Möglichkeiten, das mit anderen zu machen, aber ich mache es wieder mit dem, weil es einfach am gäbigsten ist und ich finde, dass sich die wahnsinnig dazu eignen. Meine Frau hat mir eine mega Freude gemacht, die hat mir einmal Bastelzeug bestellt, was mich natürlich überglücklich gemacht. Und dann sind wir unter anderem auch noch den bestellt. Das ist ja wie so das Pendant zu dem, oder einfach wie so das zweite, das Lanfan in dieser Art noch herausgebracht hat. Ich habe den noch gar nicht gebraucht, aber vielleicht komme ich heute auch noch dazu, den zu brauchen. Auf jeden Fall, auf den freue ich mich auch mega fest. Und ihr seht, es ist schon eine Grösse, also das könnte man theoretisch schon einfach so als Kärtchen brauchen oder als Geschenkanhänger. Also da hinten drauf kann man wirklich auch noch eine kleine Grußbotschaft schreiben, was ich mega toll finde. Genau, darum Stanzen. Sprich, auch einen Big Shot braucht ihr, eine Stanzmaschine. Oder wenn ihr natürlich einen Plotter habt, könnt ihr noch eure Sachen auch selber zurechtschneiden. Ich mache es mit der Big Shot. Dann braucht ihr irgendetwas für das Ganze zu kolorieren. Keine Angst, Koloration ist ganz einfach, ganz simpel. Da braucht es also keine grossen Kenntnisse oder ehrlich gesagt, nicht mal viel Talent, weil das nicht so wichtig ist bei dieser Technik. Hauptsache es wird in irgendeiner Art und Weise farbig. Ich brauche Alkoholmarker, ihr könnt aber auch ganz normale Farben brauchen oder es mit Aquarell probieren, also was ihr gut daheim habt. Und wenn ihr wollt, Glitzer könnt ihr brauchen. Ihr seht, jetzt hier bei dem habe ich Glitzer gebraucht, hier in den hellen Körperstellen. Ich glaube, das ist, ja, das ist sogar genau das. Ihr könnt natürlich auch anders Glitzer nehmen. Ich muss schauen, wie ich bei denen habe. Bei dem da zum Beispiel habe ich gar nichts. Der ist ohne Glitzer, was auch super funktioniert. Und bei dem da habe ich auch ohne Glitzer. Genau, also das ist ganz euch überlassen, was euch am besten gefällt. Was ihr zusätzlich auch noch könnt, natürlich auch nur, wenn es euch gefällt, ist Glöckeli. Ja, weil ich die einfach mega herzig gefunden und habe gefunden, die Grösse von diesen kleinen Mini-Glöckchen passt perfekt zu diesen Herzchen. Darum Glöckchen, für mich ganz wichtig. Und jetzt eigentlich fast die wichtigste Zutat für den typischen Stained-Glass-Look. Man kann das natürlich auch ohne das Ausgefüllte machen, einfach mit Papier, was auch mega schön ist. Aber das ist ja genau das, was ausmacht, dass es wirklich so glänzt innen drin. Und eben ausgesehen, wie so das... Ja, so ein bisschen wie das Kirchenglas, das man oben sieht. Die brauchen irgendeine Leim. Ja, hier verschiedene, die gehen. Das Wichtigste ist eigentlich, dass der Leim transparent austrocknet und halt dann einfach so glänzig bleibt. Wie ihr ihn hier seht. Ich hoffe, man sieht es. Genau, weil dann wird dann jeder Zwischenraum wird ausgefüllt mit dem Leim und es ist einfach wichtig, dass der transparent trocknet. Also nicht irgendwie matt oder milchig wird, sondern wirklich transparent bleibt. Da gibt es zum Beispiel den Glossy Accents, das ist auch einer der bekanntesten. Also eben, die kann man auch wirklich, alle, die ich jetzt hier habe, kann man auch effektiv als Leim brauchen. Aber da hier, wie es der Name schon sagt, Glossy Accents, da kann man auch brauchen, für eben so klare Akzente zu setzen, die dann auch 3D bleiben, wenn man es 3D aufdreht. Oder auch so leicht erhöht 3D-mässig trocknen. Dann gibt es noch als Crackle Accent. Da zeige ich euch dann noch, wie der trocknet. Gibt auch ganz coole Effekte. Was ich auch ganz viel habe gebraucht, darum ist das auch schon ziemlich leer, ist Nuvo Crystal Glaze. Das hat eigentlich ziemlich die gleiche Funktion wie der Glossy. Oder, was ich jetzt neu auch noch abstellt, das habe ich noch nicht gekannt, von Judy Kins ist Diamond Glaze. Ich dachte, ich probiere es mal. Ehrlich habe ich den nochmal bestellt, weil das war leer gewesen und ich den per Zufall habe gesehen und dachte, ich probiere das mal. Und der funktioniert also auch super. Habe ich schon ausprobiert und funktioniert. Genau, also einfach irgendein Leim, vielleicht habt ihr noch irgendeinen anderen daheim, wo ihr wisst, der trocknet transparent, sonst testet es einfach mal. Das seht ihr ja schnell, ob es funktioniert oder nicht. Dann finde ich das Leben ein bisschen einfacher zu machen.
Ihr werdet es auch sehen, ich brauche es dann, sind die Sticker-Cheats. Also es muss auch nicht Sticker sein, das sind einfach wie doppelseitige, also Blätter, die doppelseitig kleben. Es gibt ja noch von anderen Marken. Hauptsächlich hat irgendetwas, das doppelseitig klebt. Ich glaube, theoretisch ging es sogar auch mit dickem, doppelseitigem Klebi. Einfach aus dem Grund, weil wir ganz viele Schichten müssen zusammenleimen müssen. Respektive eben zusammenkleben. Und wenn ihr das filigrane Zeug alles von Hang leimt, es geht schon, ich habe meine erste auch so gemacht. Aber A ist einfach viel zeitaufwendiger und B, je nachdem, wenn ihr nicht so geübt seid im filigranen Leimen oder keine Leimtube habt, die wirklich einen feinen Spitz hat, ja, es läuft noch auch viel Leim neben raus und natürlich sieht man es je nachdem halt gleich. Von dem her ist das sicher die schnellere und zyperere Variante. Funktioniert aber auch nicht mit allen Stanzen. Also zeige ich euch auch noch eine, die überhaupt nicht hat funktioniert, die ich wirklich von Hang musste leimen. Gut, ich glaube, das ist alles, was ihr braucht. Von dem her würde ich sagen, legen wir doch los. So, meine Lieben. Ich habe heute ein bisschen Vorarbeit geleistet und habe ganz, ganz, ganz viel ausgestanzt. Ihr seht hier ist ein Haufen ausgestanzter Sachen. Im Endeffekt gibt es genau zwei Anhänger. Darum wollte ich so ein bisschen für euch zum Mitrechnen. Ich habe gesagt, sie sind recht aufwendig. Also ich habe jetzt insgesamt die Outlines vom Hirsch 10 Mal. Also sagen wir so, pro Anhänger 5 gibt je 10. Leichterkötte hier genau das Gleiche. Euer 5 gibt 10. Plus Basis habe ich von beiden je zweimal, sprich viermal Leichterkötte, viermal Hirsch. Plus habe ich noch die zwei obersten schönen Schichten in diesem Sinn auch schon gemacht. Der Hirsch gibt es zweimal in Schwarz und die Leichterkötte in zwei verschiedenen Gold. Für das alles hier auszustanzen, die hier alle sind übrigens mit doppelseitigem Klebe. Also da kann ich einfach die Klebfolie abziehen und die kleben dann. Das habe ich auch noch gemacht. Habe ich jetzt also eine gute halbe Stunde gebraucht. Einfach, dass ihr so ein bisschen mitrechnen könnt. Wie viel Zeit, dass das in Anspruch nimmt. Und das, obwohl ich ja schon ziemlich gut bin im Stanzen. Aber ja, es hat wirklich eine gute halbe Stunde, wenn nicht sogar ein bisschen mehr in Anspruch genommen. Also, ich zeige euch jetzt einfach jeweils ein Hirsch. Beim zweiten würde es natürlich dann genau gleich funktionieren. Starten tut ihr, indem ihr eine Basis nehmt und eine Outline nehmt. Die brauchen wir noch nicht, die können wir noch weit weg tun. So, und jetzt mal die Outlines auf die Basis kleben. Das ist mal der erste Schritt. Wenn ihr jetzt das Ticket habt, seht ihr jetzt irgendwie hier, könnt ihr einfach gebig das Papier abziehen. Und ihr habt hier eigentlich wie ein Sticker im Prinzip, was mega gebig ist. Dann könnt ihr es auch platzieren und draufkleben. Und die ganze Geschichte hat wunderbar, ohne dass irgendwo Leim rausdrückt. Und das auch gestanzt ist, müsst ihr eigentlich auch nicht gross Angst haben, dass es nicht zusammenpasst, weil es ja perfekt zusammenpasst. Das Gebige am Sticket ist übrigens auch, wenn es nicht ganz passt. Ihr könnt so wieder wegnehmen, bis zu dem Moment, wo ihr es wirklich fest andrücken. Also es hat wirklich erst dann. So. Und wenn ihr das Gefühl habt, es passt, dann könnt ihr es gut andrücken. Ihr könnt auch noch mit einem Falzbein drüber. So. Dass die Geschichte dann wirklich hat. Und dann sieht das Ganze dann so aus. Also die grobe Form haben wir eigentlich schon mal. Jetzt, bevor wir mit diesen ganzen Sachen hier weiterfahren, geht es nämlich schon an das Kolorieren. Das heisst, nehmt euch jetzt irgendein Sudoblatt oder irgendeine Reste. Nehmt euch eure Copics. Jetzt muss ich überlegen, welcher das ich nehme. Also die da und für ein Bauch. Was nehmen wir für ein Bauch? Ja. So. Ja, ich glaube, machen wir es so. Vielleicht noch mit dem da. Gut, also, jetzt mache ich doch zuerst die Hauenstellen. Und zwar werden das eine hier, wo die Äugle kommen, der Büchel und das Geweih. Und für die Ohren brauche ich noch irgendein Pink oder ein Rosé. Ja, perfekt. Okay, machen wir zuerst Öhrli. Also, und jetzt könnt ihr im Prinzip einfach die Fläche anfangen anmalen.
Und ihr seht, ihr müsst euch echt absolut nicht Mühe geben. Also ihr könnt wirklich dreimalen und dort über die Linie raus, es spielt absolut keine Rolle. Darum, wenn ihr es koloriert habt, es wird auch schrecklich aussehen. Aber es spielt wirklich gar keine Rolle. Also gebt euch hier nicht Mühe. Oder mal gebt euch insofern Mühe, als dass es euch wie gefällt bei den Flächen. Aber tut nicht beipäpeln, dass ihr nicht über die Ränder ausmalt. Das bringt nichts hier. Weil man wird es später eh nicht sehen. Den Bauch möchte ich so ein bisschen gegen unten ausblenden, darum gehe ich hier in meinen Blender dahinter. Und eben, auch die Koloration an sich muss nicht perfekt sein, weil dadurch, dass wir dann noch mit Leim drüber gehen und das Ganze eh noch so einen anderen Touch bekommt, ihr dürft natürlich, aber mir ist es ja wie zu blöd, hier mega viel in die Koloration zu investieren, wenn es nicht mal primär um die geht. Oder mir reicht es einfach so, so wie es halt ist. Und wenn ihr mit Alkoholmarken arbeitet, gebt denen auch ein bisschen Zeit zum Wirken. Also manchmal sieht es am Anfang nicht so schön aus, aber wenn ihr dem Ganzen ein bisschen Zeit gebt, verblendet es dann schon noch deutlich schöner ineinander. Ja, und ich achte damit hier auch nicht effektiv auf die richtigen Schatten und Highlights. Also ihr könnt wirklich einfach, wie es nach gedünkt, mit den Farben, die ihr gerade habt, auf was ihr gerade Lust habt. Und dann passt es. Von dem her, die Koloration ist, glaube ich, fast das schnellste hier am Ganzen. Genau, jetzt komme ich mit diesen drei rein. Ich weiß noch nicht mal, ob ich die dunkelste brauche. Mal schauen. Fangen wir mit der hellsten an. Ja, ich habe mir so überlegt, Leute. Ich weiss nicht. Mich würde mal wundern, wie ihr es so habt mit Preisgestaltung für eure Sachen. Ich finde das echt eine sehr schwierige Angelegenheit. Zumal ich finde, dass man ja Zeit in dem Sinn bei unserem Hobby, ja, wohl bemerkt Hobby, eh nicht wirklich kann berechnen kann. Weil man glaubt, dort das Zeug einfach nicht mehr zahlen kann. Also ich meine, wenn man jetzt an einem Kärtchen irgendwie 2 Stunden hockt, ja, dann müsstest du ja, weiss auch nicht, wirtschaftlich gerechnet wahrscheinlich irgendwie um die 50 Stutz verlangen, 60 Stutz. Und auch das wäre nicht so ein guter Stundenlohn. Aber das zahlt ja kein Mensch für ein Kärtchen. Also darum, ich finde es echt schwierig. Darum auch viele Leute sagen immer wieder, ja, willst du das nicht grösser aufziehen und so. Mal natürlich, also ich meine, für mich wäre das ein Träumchen, von dem können zu leben, ich glaube. Das wäre es für viele von euch da aus auch, aber ich glaube, das ist einfach ziemlich utopisch, leider. Oder ich weiss nicht, wie heit ihr es? Also, ich habe gestern auch wieder gedacht, als ich im Merit war. Ich finde es ja schon frustrierend, dass man so für normal gedruckte Kärtchen zum Teil schon 7-8 Stutz zahlt. Wo man merkt, sie sind gedruckt, die gibt es zu 10'000erweise oder zu 100'000erweise, keine Ahnung. Also dort steckt jetzt klar, irgendwo im Ursprung ist dort ein Fotograf dahinter oder eine Illustratorin oder was weiß ich, die Sachen macht. Klar, völlig klar. Aber gleich, wenn ich mir denke, hey, es ist einfach gedruckt und es kostet irgendwie 7-8 Stutz. Und ich verlange für meine Kärtchen ja auch ja, so ab 8 aufwärts. Also ja, regulär so die normale, sage ich mal, sind 9, die bei weniger zu tun geben, 8. Und klar geht es dann bis zu 10, 12 Stutz. Ja, es gibt Slimline-Karten, die ich meistens noch Couvert selber mache oder Kartenrolling selber mache. Das sind so mal 12 Stutz. Oder jetzt die Hirschli hier, die mega zu tun geben. Ja, die habe ich auch für 14 Stutz verkauft, jetzt mehr, noch mit dem Kärtchen halt. Da hängen wir für 12. Mit Kärtchen für 14. Und gleichwohl, eigentlich deckt es ja nicht im Ansatz den Aufwand, den du hast. Und ich bin dann auch eben gestern Merit die Stege auf, also die Rolltreppe auf. Und habe dort auch einen Stand gesehen, ja, wo einfach auch Kärtchen für
7,50 € verkauft hat, gedruckte Kärtchen, wo ich auch gedacht habe, irgendwie ist das so kein Verhältnis. Ja, ich weiß nicht, vielleicht muss ich da mal da irgendetwas Eigenes dazu machen. Aber so oder so, es würde mich mega wundern, wie ihr so eure Preisgestaltung macht und wie ihr so zu dem steht. Also wenn ihr hier irgendeinen Input habt, schreibt mir es doch mal in den Kommentaren. Das würde mich echt interessieren. Gut, so, also, ihr seht, es sieht schrecklich aus. Es ist wirklich nicht schön, aber es reicht. Ich sage euch wirklich, es reicht. Viel mehr würde ich nicht machen. Ich habe, glaube ich, bei den anderen wirklich auch nur so. Und das ist schon voll okay. Also, dann wär's das schon gewesen an Koloration. Dann können wir jetzt nämlich schon weiterfahren und hier jetzt nochmal 4 Outlines draufkleben. Ohne nochmal irgendetwas zu kolorieren oder so. Also Koloration war es wirklich gewesen. Aber nochmal 4 Outlines kommen drauf und dann sehen wir uns wieder. Ah, und ich muss euch vielleicht gleich schon sagen, wenn man jetzt die erste Schicht schon drauf tut, merkt man das Bild und jetzt sieht es direkt schon 5-mal schöner aus. Weil natürlich die ganzen grusigen Ränder, die wir drüber gemalt haben, jetzt auf einmal weg sind. Schaut mal, ist doch schon eine ganz andere Welt, oder? Es ist extrem, was das ausmacht. Darum, wie gesagt, jetzt versteht ihr sicher auch definitiv, warum es euch nicht Mühe gibt beim Ausmalen. Ich sage, ich habe hier einen vergessen. Ja, auch das kommt vor. Aber auch hier ist es jetzt nicht schlimm, wenn wir drüber malen, weil ja noch mehr Schichten drüber kommen. Aber seht ihr, was ich meine? Also, ihr müsst euch echt nicht Mühe geben. Spart auch Zeit, wenn ihr da nicht so pipäppelt. Und ich lebe jetzt noch die restlichen 3 Schichten drauf. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt. So. Voilà. Also, und wenn ihr diese ganze Schicht draufklebt, dann sieht es so aus. Ihr seht, es hat schon ziemlich Dimension bekommen, was echt cool ist. Ihr könnt es... Ja, es ist wie euch überlassen, mit wie vielen Schichten dass ihr das macht. Wie höher dass ihr das macht, desto mehr könnt ihr den Effekt erzielen, den wir jetzt machen, den Stained Glass Look, um den, was eigentlich geht. Ich habe diverse gemacht, glaube ich, mit einer Schicht weniger weiss. Das sind jetzt, was haben wir jetzt gesagt, 5. Es ging sicher auch mit 4. Also, ihr könnt theoretisch auch 10 Schichten aufeinander kleben. Das geht auch. Ihr müsst euch einfach bewusst sein. Jetzt gibt es bei dem... kommt ja hier ja auch noch die Lichterkette, die ja aus genauso vielen Schichten besteht, die man ja auch noch um das Geweih herumschlängeln können. Also, natürlich, wie dicker das ist, desto schwieriger wird es. Aber eben im Endeffekt könnt ihr es natürlich so machen, wie es euch am besten gefällt. Also, wir machen es jetzt so. Und jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten Schritt von dieser Technik. Und zwar müsst ihr jetzt euren Leim nehmen, den auch immer, den ihr halt habt oder wollt. Ich glaube, ich mache es mit dem Glossy heute. Und soll ich mit der Diamond Glaze? Nein, ich mache es mit der Diamond Glaze. Die hat schon so eine gebige dünne Spitze, was super ist. Und jetzt geht es im Prinzip darum, dass ihr alle die Flächen, die ihr da habt, ausfüllen mit dem Leim. Und dann könnt ihr wirklich auffüllen. Was ich noch empfehlen würde, ist, dass ihr irgend so ein spitziges Werkzeug noch zur Hand nehmt. Es kann ein Nädeli oder ein Güffeli sein. Weil, wenn wir jetzt davon auffüllen, kann es sein, dass es Blätterli gibt oder dass es nicht ganz in alle Ecken geht. Und dann könnt ihr hier noch durchziehen mit dem Nädeli. So, dass es wirklich an den Kanten auch klebt und sich eigentlich wie an den Kanten an so ein bisschen aufzieht. Das ist eigentlich wichtig. Genau, darum würde ich sagen, starten wir doch einfach mal. Starten wir beim Geweih. Ja, es ist immer super, wenn es verstopft ist. Da, oh. Es läuft, es läuft. Ja, da ist jetzt noch mega viel Luft mitgekommen. Ihr seht wieder. Wenn ihr so Blätterli habt, könnt ihr wirklich, oder ich empfehle euch, die aufzustechen. Das geht manchmal nicht ganz bei allen Teilen, lösen sich die aber auch noch von selber, aber so viele Blätterli möchten wir ja nicht haben. Ich muss dann auch noch mal dahinter, jetzt gibt es mega viel. Und dann könnt ihr da wirklich Lücke für Lücke auffüllen. Auch hier, es macht nichts, wenn es minimal über einen weißen Rand auskommt, weil wir kleben ja dann noch den schönen schwarzen Rand drauf. Das heisst, auch die Kleberänder, die es hier gibt, die sind ja dann auch wieder weg.
Ich würde sicher schauen, dass es nicht zu viel über den Rand ausfluddert. Dass wir gleich noch eine ebene Fläche haben, um nicht schwarz am Schluss drauf zu kleben. Aber grundsätzlich, wenn es da etwas drüber ausläuft, ist das überhaupt nicht schlimm. Und jetzt natürlich, wenn der noch flüssig ist, ist er noch milchig. Sprich, habt nicht Angst, dass jetzt euer Kunstwerk ruiniert ist, weil das ist es nicht. Aber das kommt natürlich hier beim Zeitaufwand auch dazu. Ihr müsst es dann natürlich ein paar Stunden mal trocknen. Bis ihr dann könnt weiterfahren könnt. Oh, gang weg. So, und wenn ihr das gemacht habt, kann ich es ein bisschen öffnen. Der sieht das Ganze so aus. Der hat jetzt tatsächlich hier und da ziemlich Bläschen geworfen. Ich muss den Logo bei dir noch rausbringen. Vielleicht lasse ich ihn schnell ein bisschen antrocknen, minimal. Eventuell platzen sie dann besser auf. Ja, das Ganze müsst ihr jetzt einfach wirklich gut trocknen, bis das ausgehärtet ist, bis es ganz klar ist, bevor ihr damit weitermacht. Und darum machen wir jetzt eine kleine Pause. So, ihr Lieben, mittlerweile sind 5 Stunden vergangen. Ich habe meine Hirschli und die Lichterkette trocknen und würde euch die jetzt gerne zeigen. Und zwar habe ich jetzt einen Vergleich gemacht. Ich habe einmal, die zwei da rechts, habe ich mit der Diamond Glaze beleimt quasi und die da links mit dem Glossy Accent. Weil es mich hat Hunger genommen, ob es jetzt irgendeinen Unterschied gibt. Ich muss tatsächlich sagen, der Glossy Accent hat etwas schöner funktioniert als Diamond Glaze. Also Diamond Glaze, habt ihr ja schon vorhin gesehen, die hat wirklich recht viel Blätter gegeben, ist auch relativ dünnflüssiger. Während der Glossy ziemlich dickflüssiger war und deutlich weniger Blätter hatte. Ich weiss nicht, ob man es sieht, aber gut, bei den Geweih zum Beispiel. Seht man das? Da beim Rechten, es ist nicht so schön gekommen. Zum Teil hat sich so total an den Rand aufgezogen und in der Mitte ist gar nichts mehr. Dort drücke ich dann auch noch mal ein bisschen rein. Ja, regulär, wenn man die Blätter wegnehmen würde, macht es sicher nicht viel Unterschied, aber ja, für künftige Projekte würde ich glaube schon wieder auf Glossy Accents oder auf Nouveau Crystal Glaze setzen. Also die zwei eben sind relativ dickflüssiger. Ich persönlich finde es jetzt ein bisschen gäbiger zum Verteilen und zum Reintun. Aber ja, ich glaube als Alternative ist das grundsätzlich auch nicht verkehrt. Ja, so oder so, sie sind beleimt. Das heisst, ja, aber ich habe jetzt 5 Stunden trocknen. Das längt, das ist sicher noch nicht bis in die Tiefe rein völlig durchgetrocknet, aber zum weiter dran arbeiten längt es auf jeden Fall. Aber wenn ihr wollt, sicher sein, dann lasst es am geschicktsten über die Nacht trocknen. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt direkt weiter, weil jetzt kommen wir eigentlich schon zu den schönen Teilen, zum Dekorieren. Respektive nein, zuerst machen wir es mal noch fertig. Wir haben ja für den Hirsch die 2 schwarzen hier ausgestanzt und für die Lichterkette die 2 goldigen. Jetzt ist es so, hier hättet ihr eigentlich auch noch mit doppelseitigem Klebpapier ausstanzen können. Dann hättet ihr das jetzt wie auch als Sticker könntet ihr das drauf tun. Ich war vorher einfach zu faul gewesen, darum lehme ich das jetzt schnell von Hang an. Ups. Genau, ich lehme jetzt das schnell von Hang an, bei den Lichterkette auch. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gerade wieder. Et voilà. So, also, jetzt haben wir die schönen Outlines draufgeklebt und ihr seht, es macht gerade einen Unterschied. Also, jetzt sieht es schon relativ fertig aus. Ich finde, es macht immer unglaublich viel aus. Es war ja schon vorher schön gewesen, aber mit dem Weiss, ja, nein, so verleiht es ihm noch wirklich schönen Kontrast und sieht mega toll aus. Und auch die Lichterkette finde ich echt cool. Und jetzt würde ich sagen, können wir die fertig machen. Was mir noch gut aufgefallen ist, wir haben jetzt die Lichterkette hier genauso dick gemacht wie die Hirschli. Ich habe realisiert, dass ich tatsächlich bei Teilen da etwas weniger Schichten habe genommen. Ich glaube, ich habe zum Teil wirklich sogar nur die Basis, 2 weiße Outlines genommen, die gefüllt und dann schon direkt das Schöne drauf. Sprich, ich glaube, die besteht zum Teil nur aus 4 Lagen, wenn ich mir das anschaue. Von dem her könnt ihr selber ein bisschen variieren, es wird natürlich wie gäbiger zum drum herum lernen. Das war mir jetzt nicht so bewusst gewesen beim Machen, spielt aber auch keine Rolle. Wie gesagt, es ist wirklich euch überlassen, wie ihr das macht. Gut, jetzt, bevor wir das alles zusammenfügen, müssen wir uns die hier noch dazu holen. Wir haben ja noch von jedem Anhänger
eine Basic-Stanze, die wir neu gebraucht haben. Bevor wir die aber hinten drauf kleben, respektive warum wir die überhaupt hinten drauf kleben, in meinem Fall hat es zwei Gründe. Erstens, weil sie zum Teil, ihr seht es, vom Kolorieren her einfach hat durchgeblutet. Wenn man das jetzt irgendwo auf ein Kärtchen klebt, ist das ja eh Wurst, aber ich, was sie halt wie als Anhänger verschenken will, ja, ist mir wichtig, dass hinten einfach gleichwohl auch schön ist. Vielleicht könnte man hier sogar, auch wenn es nicht so gross ist, sogar noch ein kleines Grüßchen draufschreiben. Von dem her möchte ich hier gerne ein schönes weißes Papier hinten drauf haben. Darum habe ich die ausgestanzt und die werden wir jetzt so draufkleben. Das ist wieder ein Grund. Der andere Grund ist aber auch, dass ich ja noch einen Aufhänger habe. Also ihr seht hier, bei den anderen Kärtchen, die haben ja alle noch so Aufhänger, dass man sie irgendwo dranhängen kann. Und das wollen wir ja auch irgendwie verstecken. Das heisst, ihr könnt euch jetzt irgend zwei Bänder nehmen und die verstecken wir dann quasi zwischen diesen zwei Schichten. Ich habe mir hier vorhin schon etwas zurechtgeschnitten. Beim einen möchte ich gerne so ein braunes Bändchen, beim anderen habe ich so ein gold-lila Glitzerbändchen ausgesucht. Ich habe da schon so ein bisschen abgeschnitten. Was ich jetzt noch brauche, ist doppelseitiges Klebe, weil ich immer so das Motto habe, doppelt genäht hat besser. Ob es so ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich mache es jetzt trotzdem. Das heisst, ihr könnt die beiden Orten hinten ein Stück doppelseitiges Klebe draufkleben. Und dann, wenn ihr das jetzt draufklebt, also es darf ruhig ein bisschen Spiel haben gegen oben, weil die Lichterkette kommt ja dann auch noch dran. Und wir wollen ja dann nicht, dass es wie zu wenig Spielraum hat, dass man es dann gar nicht richtig aufhängen kann. So, ihr könnt auch heute testen, wenn man da noch Lichterkette her hat, kommt es super her, dass man es gleich immer noch aufhängen kann. Das beim einen. Das andere wird auch ein bisschen kürzer, aber ist auch okay. So, wie ich das kehre. Lass mich so. Gut. Da können wir die jetzt im Prinzip drauf limmen. So, dann hat der Bendu da ruhig zwischen dem Geweih führen, damit er den nicht aus Versehen auch noch anleimt. So. Was ich immer gerne mache für so Sachen, lasse es trocknen, damit es so flach bleibt, ist Acrylblock drauf. Und dann machen wir noch das zweite. Auch hier empfiehlt es sich definitiv, das noch unter einen Acrylblock zu schieben, weil natürlich der Bändel ein bisschen dick ist und man es so nicht auch schön flach drücken kann. Es hat einen leichten Bockhänger. Das ist sicher der Vorteil, wenn ihr ein flaches Bändel habt, aber auch das geht. So. Bei den Lichterköttinnen könnt ihr euch entscheiden, ob ihr die Basis überhaupt noch braucht. Ich glaube, bei dieser hier lasse ich es gut lassen. Die hat nicht so durchgeblutet. Die hier schon. Ich glaube, bei dieser tue ich noch eins hinten dran. Aber da könnt ihr es direkt drauf kleben, weil wir da haben wir ja nicht auch noch ein Bändchen, das wir müssen dran kleben müssen. So. Jetzt habt ihr das Gefühl, das Ganze sei trocken. Dann könnt ihr euch Glöckchen raussuchen. Ich habe mir hier schon mal zwei ausgesucht. Ein goldiges und ein rotes. Plus könnt ihr irgendeinen schönen Faden nehmen. Ich habe jetzt hier so goldige Neifaden genommen, die ich recht schön finde. Und könnt ihr schon mal dadurch fädeln. Einfach oder doppelt, wie es euch am besten gefällt. Voilà, jetzt muss ich gerade schauen. Ob das gut bei dem hier. Und dann könnt ihr noch das Glöckchen einfach um den Hals bringen. Ich habe es jetzt nicht ganz stramm angezogen, damit es noch ein bisschen runterhängt, weil sonst verdeckt es so blöd das Gesicht und das möchte ich eigentlich nicht. Aber auch hier ist es natürlich wieder euch überlassen. So, die kontrollieren. Ja, perfekt. Seht ihr, wenn ich ganz würde anziehen, wäre es halt so. Und das finde ich wie schade, weil es das ganze Näschen und das Mund verdeckt. Darum lasse ich es gerne ein bisschen runterhängen.
damit man noch alles vom Gesicht sieht. Noch dritter Knüppel zur Sicherheit. So. Dann könnt ihr das hier abschneiden. Und dann können wir jetzt im Prinzip auch schon die Lichterkette drum tun. Die tun wir zu dem hier. Und könnt ihr jetzt schauen, wie ihr die drum leeren wollt. Ja, tatsächlich. Dadurch, dass sie jetzt etwas dicker ist, ist es gut, ein bisschen mühsamer und gestabiger, aber es geht trotzdem. Voilà. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt irgendeine Position gefunden, die euch gefällt, dann könnt ihr einfach überall, wo es am Hirschli ankommt, ein Töpfchen Leim drauf tun. Ja, ich merke wirklich, das ist gerade der Nachteil, wenn es so dick ist. Also ich empfehle euch wirklich, das etwas dünner zu machen. Dann habt ihr hier nicht so ein Theater wie ich jetzt. Oh, ich lasse euch mal so auf, es trocknet. Also, währenddem ich jetzt die Lichterkette schnell ein bisschen antrocknen, bevor wir dann noch die Augen drauf tun, würde ich euch gerne noch schnell etwas zu den anderen Sachen erzählen. Ich habe euch erzählt, dass ich euch noch eine Option zeige, wie ihr das auch machen könnt, auch wenn ihr keine Basic-Stanzen habt. Das heisst jetzt eigentlich jetzt nicht genau Ablauf, aber ich kläre euch zumindest, wie es geht und ich habe euch noch Beispiele dazu. Also, das eine habe ich hier mit diesen coolen Stanzen von Pinkfresh gemacht. Ich habe mir die vor einer Zeit bestellt. Und vielleicht mögt ihr es sehen, die sind recht filigran und es gibt wirklich auch nur Outlines. Also da habt ihr wirklich keine Basic-Stanzen dazu, die einfach rund ist. Es gibt wirklich nur die Outlines mit den Blümchen und sonst nichts. Ich habe jetzt aber gleich einen Weg gefunden, wie ich den Look mit dem Stained-Glass-Look mit denen auch machen konnte. Und zwar sind die vier hier entstanden, die ich wirklich, wirklich schön finde, noch mit ganz viel Glitzer. Und auch die oberste Schicht mit holographischem Papier. Also wirklich echt schön. Hier habe ich jetzt wieder den Trick gebraucht, dass ich habe geschaut, was ich alles für Kreisstanzen habe. Und ich habe tatsächlich einen Kreis gefunden, der etwa die Grösse hatte und so ziemlich ist hergekommen. Und dann habe ich einfach wie Kreise ausgestanzt und das als Basis gebraucht. Und eigentlich mit dem Rest genau gleich verfahren wie jetzt bei den Hirschli auch. Wie das, was ihr jetzt gesehen habt, von dem her, das ist eine Variante. Da habe ich den Kreis einmal aus Motivpapier ausgestanzt, so weiss-blau gestreifelt. Eben habe ich ein bisschen vom Prisma Glitter drin, weil ich das mega schön finde. Und es ist genau der gleiche Ablauf. Einfach schaut sicher eure Basic-Stanzen durch, wenn ihr so normale Formen habt. Das ist ein Trick. Muss man mal überlegen, was ich mit denen Schönes mache. Und etwas anderes. Ah, hier sehe ich es noch genau. So sehen die aus. Und etwas anderes, was ihr machen könnt, ist es einfach selber schneiden. Ja, hier die Stanze braucht, da seht ihr, da hat man wie auch keine rechteckige Form, die ausstanzt. Das ist wirklich einfach die Stanze, die genau diesen Rahmen mit diesen schönen Schneeflöckchen ausstanzt und mehr nicht. Aber auch hier, bei dem zum Beispiel, sieht man es gut, das habe ich auch ausgestanzt aus weißem Papier und dann einfach auf ein Designpapier geklebt und dann ganz simpel einfach mit der Schere ringsherum abgeschnitten. Das Designpapier. Vielleicht sieht man so von hinten, das ist nicht wunderschön gerade, aber es reicht völlig, weil das wird auf ein Kärtchen kommen. Also auch das, wie einfacher natürlich die Form ist, desto gäbiger geht es, wenn ihr es wirklich von Hang wollt, ausschneiden so am Rändchen entlang. Das wäre sicher auch bei den Kreisen noch gegangen. Oder bei Quadrat oder Sechseck oder was weiß ich. Bei den Hirschli hätte ich es jetzt garantiert nicht gemacht, weil es einfach viel zu schwierig wäre gewesen. Respektive man hat so einfach gesehen, dass es nicht schön passt. Aber wenn ihr wirklich so einfache geometrische Formen habt, ist das absolut ohne Variante, dass ihr einfach selber mit Basis ausschneidet. Das zweite, was ich gemacht habe, das habe ich gemacht, um euch mal noch zu zeigen, wie der Crackle Accent aussieht. Der hat eben den typischen Krakelier-Effekt, also die Risse, die es gibt. Und schaut mal, es ist mega schön. Wenn man das echt sieht, Kamera. Das gibt ihm wirklich nochmal so einen grösseren Vintage-Look oder passt jetzt hier einfach wunderbar zum Schnee, weil es so ein bisschen frostig aussieht, wie so gespaltenes Eis und ich finde es mega, mega schön. Also auch bei dem bin ich dann ganz am Anfang, da ich zwar schon ein paar Jahre recht skeptisch gewesen, aber ich muss sagen, er ist echt cool und der Effekt finde ich wunderschön. Also da kann ich auch nochmal absolut empfehlen. Und eben, das jetzt wie mit diesen Hirschli, das funktioniert auch mit ganz vielen anderen Stanzen. Hier zum Beispiel mit diesen Schmetterlingsstanzen, da habe ich auch Outlines und eine Basic-Form.
Und ihr seht, also ihr könnt das eigentlich mit fast allen Stanzen machen. Und es gibt wirklich wunderschöne Ergebnisse. Hier habe ich auch noch so ein bisschen Glitzerpartikel drin. Und, aber quietfarbig angemalt, auch das ist eine Möglichkeit. Also da könnt ihr wirklich, seid ihr völlig frei und könnt machen, wie es euch gefällt. So, jetzt hoffen wir, der Leim sei trocken mittlerweile einigermaßen. Dann muss so weit, dass wir noch die Äugle dran kleben. Ja, für die Äugle. Eigentlich würde es ja Äugle ausstanzen, da die herzigen Bogenäugle. Das wäre ja so voll umgrinsen, das Ding. Ist mir persönlich zu blöd, die zu sparen und aufzukleben. Darum habe ich mir beholfen, entweder mit Wagyu-Äugle, die habe ich jetzt aber nicht da, oder mit schwarzen Schmucksteinchen, wo ich wirklich finde, das geht auch mega gäbig. Könnt ihr euch irgendeine Grösse aussuchen, wo ihr findet, die passen ganz gut. In meinem Fall sind das jetzt die. Voilà. Und dann könnt ihr da eigentlich die Äugle nehmen. Und auf euer Hirschli kleben. Voilà. Ja, und jetzt könnt ihr euch noch entscheiden, ob ihr noch irgendeinen Enamel Dot auf die Nase wollt. Ob es Rudolf gibt. Oder ob ihr eins in Schwarz drauf tut. Das ist völlig euch überlassen. Aber eigentlich wäre es das soweit. Ja, ihr seht, es ist wirklich Aufwand, aber es lohnt sich absolut, weil sie einfach unglaublich herzig sind. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, wie das Ganze funktioniert. Eigentlich ist es ja wirklich ganz einfach. Und eben, abhängig von der Schichten geht es halt länger oder weniger lang. Aber das entscheidet ganz ihr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich mega, mega fest freuen, wenn vielleicht der eine oder die andere von euch das mal nachmacht. Wenn ja, verlinkt mich unbedingt oder erwähnt mich irgendwo oder taggt mich irgendwo. Ich würde mich auch freuen, euer Ergebnis zu sehen. Und ich würde sagen, ganz schöne Festtage, wenn man sich nicht mehr gehört vor Weihnachten. Ich weiß nicht, ob es mir leid, noch mal etwas zu machen. Ganz schöne Weihnachten an alle. Ich hoffe, dass wir uns vor dem Rutsch ins neue Jahr doch noch mal sehen. Aber bis Weihnachten reicht es auch nicht mehr. Hey, aber genießt es mit euren Liebsten. Feiert ganz schön, esst gut, erholt euch gut. Und merci fürs Zuschauen und bis ganz gleich. Tschüss!